Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. USA zerstören nach eigenen Angaben iranische Drohne. Laut Präsident Trump war die Drohne einem US-Kriegsschiff in der Straße von Hormuz zu nahe gekommen. Der Iran widersprach, es fehle keine Drohne. Möglicherweise hätten die USA versehentlich ihr eigenes Fluggerät abgeschossen. Milliardenschaden für Boeing. Das Unternehmen teilte mit, dass die Probleme mit der Baureihe 737 MAX Sonderkosten von umgerechnet 4,4 Milliarden Euro verursachen. Nach zwei Flugzeugabstürzen dürfen die Maschinen der Reihe vorerst nicht mehr abheben. Von der Leyen will andere Flüchtlingspolitik. Die gewählte EU-Kommissionspräsidentin sagte der Bild-Zeitung, Migranten sollten nicht zwingend da bleiben müssen, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Die Dublin-Regeln müssten geändert werden, um mehr Fairness und eine bessere Lastenverteilung zu erreichen. Keine Entscheidung im Klimakabinett. Bisher gibt es noch Streit darüber, wie eine Abgabe für den CO2-Ausstoß gestaltet werden soll. Ein Maßnahmenpaket soll im September beschlossen werden. Umweltministerin Schulze sagte, bis dahin gebe es noch viel Arbeit. Silber bei Schwimm-WM. Finja Wunram musste sich über 25 Kilometer im Freiwasser nur der Brasilianerin Ana Cunha geschlagen geben. Wunram holt damit die 5. Medaille für die deutschen Freiwasserschwimmer bei der Weltmeisterschaft in Südkorea. Das Wetter. Mal stark bewölkt, mal freundlich, mit lockeren Wolken und stellenweise Schauer. Vor allem in der Osthälfte und im Süden auch Gewitter. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.